frag mich, was meine Kinder gerade so treiben. Hey. Hey, ich glaube, hier sind wir sicher. Zumindest vorübergehend. Es ist ewig her, seit ich zuletzt geschlafen habe. Auf Geminis Konten. Tun Sie mir diesen Gefallen und ich werde Sie nicht vergessen. Was Sie da unterschlagen, wird Ihnen wie Peanuts vorkommen. Tun Sie das Richtige. Wait, ich bin hin. Das Labor kann von der Hauptstation getrennt werden. Bringen Sie es wieder online und wir können die Systeme erneut verbinden. geschafft. Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Sevastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Gefahrenstoffleck registriert. Stoffleck bestätigt. Sicherheitsverfahren eingeleitet. Achtung! Bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Es tut mir leid, Ripley. Abrufvorgang ohne Einverleib. Sie bitte Abstand von dem türgeheimenen Ausgang. Nein! Nein! Geht das nicht an! Bereit für Schwerkraftreserven. Bitte beginnen Sie mit Geschwindigkeitskontrolle und warten Sie auf die Unfallplanerkündigung. Bitte begeben Sie sich zur nächstgelegenen Luftschleuse und warten Sie auf die Notfallplanerkündigung. Luftschleusennormalisierung zu 25% abgeschlossen. Luftschleusennormalisierung zu 50% abgeschlossen. Hört mich jemand? Ripley? Sind Sie das? Ja, Wade. Ich! Sie absolutes Arschloch! Sie haben mich eingeschlossen! Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert. Ich hatte keine Wahl! Überhaupt keine Wahl! Sie haben das Ding gesehen! Sie haben gesehen, was es anrichten kann! Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie! Ja! Mit mir als Köder! Zum Verrecken! Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweisen genauer besprechen. Ripley, Ende. Achtung! Apollo hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Danke. Bitte kommen Sie mit mir mit. Es erwartet Sie eine Fülle an Möglichkeiten. Ripley, Ricardo hier. Sie haben es geschafft. Nicht dank Waits. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. War er schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist passiert. Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Vorsicht, Leute, das Gesicht kenne ich nicht. Sie sollten lieber Abstand halten. Hauen Sie ab! Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Nein, das ist was anderes.